So, folgende Zauber. Kleine Kugel der Unverwundbarkeit. Kleine Kugel der Unverwundbarkeit und Hast hätte ich auch noch gerne. Das habe ich nämlich beim letzten Mal vergessen. So. So. Hä? Du kannst doch noch gar keine Hast, oder? Seit wann kannst du Hast? Das habe ich total übersehen, dass die schon Hast kann. Gut, Quick Save laden und nochmal versuchen. Okay. Das heißt, Hast können wir wieder verkaufen. So, jetzt haben wir die Magie geschrieben. Kleine Kugel der Unverwundbarkeit. Die schützt sie schon mal vor Zaubern der ersten drei Stufen, was ziemlich nützlich ist. Was? Nichts leichter als das. So, jetzt warten wir mal einen Moment, wenn du Hast schon kannst. Ups, falsche Richtung. Sie kann Todeswolke, aber ich glaube, den kann sie niemals einsetzen, den Zauber. Ich glaube, sie kann maximal nur noch das eine Level, Level 8 machen. Und ich glaube nicht, dass sie der Zauber der fünften Stufe kriegt. Ich wollte jetzt eigentlich gerade einmal Magie Bann rauswerfen, aber das behalten wir noch, solange wir es nicht verbrauchen. So. Jetzt wollen wir alle bitte einmal nach oben hier. Ja. Dann buffen wir uns schon mal hoch. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So. Hast du noch irgendeinen schönen Buff? Nein. Ja, du auch nicht. Ja. Was meint ihr, das ist ein Laden? Dann machen wir ihm noch den Hirnzubrei. Ihr habt eine Aufgabe. So. Du versuchst, einen in die Irre zu führen. Und du versuchst, starres Denken bei dem anderen. Und alle sind gefiert. Und das ist nicht so toll. Au, das waren jetzt aber viele Pfeile. Okay. Vier hat nachgelassen. Außer bei Yahira. Ja? Du versuch mal Minsk zu heilen. So. Vier hat bei allen nachgelassen. Also prügeln wir die mal. Autsch, tot. Was? Beinahe unter meiner Würde. Minz braucht Hilfe, sonst ist Bo bald eine Vollweise. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Ja. So, dann heilen wir jetzt mal Minz hoch. Ihr habt eine Aufgabe. Du kriegst dein Level up wieder. Einverstanden. Du kriegst jetzt zweimal schwere Wunden heilen, weil was anderes von da lohnt sich nicht. So, weiter Minsk heilen. Und jetzt heilen wir noch Kalid ein bisschen. So. Komm, du bewahrst jetzt mal für Dünner hier ein paar Schleuderkugeln auf. So. Ich bin ganz so gut ich kann. Dünner hier schnappt sich Zauberroben und Schriftrollen erstmal. Magische Dolche.
Okay, Dolch plus 1 kann weg. Widerstand gegen Kälte kann weg. Feuerschutzrohre kann weg. Fünfmal Glück kann auch weg. Obwohl. Zweimal Glück behalten wir. Sicher ist sicher. Ihr habt gerufen, so gut ich kann. Verletzungspfeile wahrscheinlich. Den identifizieren wir mal so. Der kann auch weg. Schauberschutz Robi kann auch weg. Das kann auch weg. Die kann auch weg. Und den hier noch identifizieren. So. Stab der Monsterherbeirufung. Den werde ich jetzt mal demnächst aufbrauchen. Lähmungsstab. Ja, die Feuerballstäbe, die hebe ich mir auf jeden Fall fürs Addon auf. Da sind die nämlich wichtig, mächtig. Stab des Frostes ist eigentlich wertlos, den kann ich verkaufen. Stab der Blitze ist ein bisschen arg gefährlich. Was ihm schon erledigt. So. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Wäre das hier oben auch erledigt? Ja. Wir können wieder gut nach unten gehen. Dann verkaufen wir das Zeug, was wir dem Magier gerade abgenommen haben, dass wir das nicht mit uns rumschleppen müssen. Ja. Lass mal sehen, was ihr habt. Dolch oben. Glück hast, können wir auch wieder verkaufen. Pfeile, Froststab, weg. So. Froststab macht nämlich fast keinen Schaden und verlangsamt auch nicht wirklich sehr gut. Deswegen verkaufe ich den einfach mal. So. Beinahe unter meiner Würde. Jetzt können wir mit unserem Diebeskumpel hier reden. Heda, wartet mal! Ich muss euch was erzählen! Ich würde gerne ein Wörtchen mit euch reden. Goldmünze nur fürs Zuhören. Ein gutes Geschäft. Fahrt fort. Jawohl. Jetzt haben wir Zutritt zur Diebesgilde. Und zwar haben wir ziemlich viele Auswahlmöglichkeiten. Nämlich alle drei Häuser führen in die Diebesgilde rein. Nur das hier nicht. Das für den eine weitere Taverne. Wie wär's mit einem Whisky? Schankwirt. Na, was habt ihr anzubieten? Trinken und ein Bett? Hier unten ist definitiv niemand Interessantes mehr. Gut. Und hier oben sind auch nur Spieler wieder. Also genauso wie eine Taverne wie die andere, die wir vorhin gefunden haben. Aber hey, es kann nicht nur interessante Gebäude geben. Das finde ich auch gut so, dass es auch einfach NPCs und Gebäude gibt, die nichts zu, wirklich was zu sagen haben. Beinahe unter meiner Würde. So. Nö, wir betreten mal die Diebesgilde über das Haus hier. Einfach weil wir es können. So, jetzt können wir da rein, oder? Hallo, mein Freund. Ja, ich weiß das Kennwort, das ist verwirrt. So ist richtig und jetzt können wir weitergehen. Nämlich hier hinten hinter den Vorhängen müsste das der Eingang verborgen sein, genau. Man kann es ja mal versuchen. Was? Hups. Was? Ja, beinahe unter meiner Würde. Alle Mann rein da bitte. Was wollt ihr? Du bist ja ein komischer Kauz. Gut. So. Spitzbuben. Noch ein Spitzbube. Jetzt würde ich sagen, wenn es geht,
ignorieren wir einfach den da oben mal. Wir lassen jetzt erstmal die Diebesgilde sein. Und nehmen später, wenn wir uns in ganz Baldur's Gate umgeguckt haben, Aufträge für die an. Auch wenn sie nicht gerade die ehrbarste Vereinigung in Baldur's Gate sind. Soweit ich weiß, haben... Oh, der will gleich mit uns reden. Okay. Naja, ich weiß schon, wer ihr seid. Die neuen Kollegen, wie ich vermuten. Keine Ahnung, was das nun wieder soll. Es gibt hier mehr als genug Leute, die ihr dieses Handwerk von der Pike auf gelernt haben. Atlus bräuchte sich nur mal umzusehen. Ich wäre dafür, dass wir erstmal einen kleinen Test mit euch machen, bevor ihr hier irgendwelchen Unfug anstellt. Wie sieht's aus? Ich werde jeden Test bestehen, den ihr mir stellt, und noch mehr. Das sagt Imoen, die sich ihrer Diebesehre beleidigt fühlt, auch wenn Imoen eigentlich ein nettes Mädchen ist. Ihr werdet mich mit euren Spielen nicht in Verrufung bringen. Wir finden das schon früh genug heraus. Ob du was taugst oder nicht. Heute Nacht lassen wir dich erstmal Schmiere stehen. Ich und Hedge kümmern uns um den Rest. Ziel Objekt, das Haus von feinen Leuten gleich neben dem feiernden Stör. Du kriegst ein Drittel von dem Gold. Wenn alles klappt, folgen demnächst weitere Aktionen. Alles klar? Eine bessere Nacht zu beschließen hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen, meine Freunde. Wo wollen wir uns vorher treffen? Aus dir spricht der Dieb für Leidenschaft. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang gegenüber vom Stör. Aber komm allein und lass die Rasselbande zu Hause. Die macht uns nur die Wache nervös. Okay. Damit haben wir das schon mal geklärt. Und sie ist, glaube ich, die Händlerin. Als dass ich nicht habe, was ihr braucht. Den Tag, an dem ich einmal nicht habe, was ihr braucht, den wird es niemals geben. Sofern jedenfalls der Preis stimmt. Was darf es denn heute sein? Denkt dran, Kredite gewähre ich nicht und ohne Bargeld gibt es hier gar nichts. Schon gar nicht für Rekruten. Okay. Die hat, soweit ich weiß, nur ein paar nette Tränke auf Lager für uns. Oh, Imoen ist... Warum wiegt das Handbuch 25? Oh, und wir können es nicht identifizieren. Egal, ich glaube, das kann ich auch. Gegenstand muss vor Gebrauch identifiziert sein. Du mich auch. Ja? Ja? Ich habe genug davon. Komm, du kannst dich identifizieren wenigstens. Jetzt aber fort mit euch. Ich muss Berechnungen anstellen. Ja, kannst du. Nur das kannst du nicht identifizieren. Ich habe genug davon. Was wollt ihr? Jetzt will ich mich dezent veralbert. Gut. Es scheint 4 Ausgänge zu geben. Nehmen wir doch einfach mal den Ausgang hier bei ihr. Hallo, mein Freund. Hallo. Ja, ich weiß das Kennwort, Fafrit. Auch wenn ich eigentlich aus eurer Gilde gekommen bin, gebe ich es dir gerne nochmal. Ah, ja, okay. Das heißt, die 4 Häuser führen alle in die Diebesgilde. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Und wir sind jetzt nördlich vom Elfgesang. So, wir sind jetzt wieder oben auf. Das heißt, ich überschreibe jetzt mal den alten Spielstand. So. Sicher ist sicher. Und wir haben schon 3 Stunden auf den Kopf gehauen, dadurch, dass wir hier nur rumgelatscht sind. So, jetzt können wir aber mal in den Laden reingehen. Gucken, was du Tolles hast. Meine Preise sind die besten südlich von Tiefwasser. Hallo Leute, willkommen beim glücklichen Aelo, wo die Preise so niedrig sind, dass eigentlich etwas nicht stimmen kann. Keiner verkauft billiger als ich, weil keiner billiger einkauft. Wenn irgendwo hier in Kaliszahn etwas billiger... Wenn ihr irgendwo hier in Kalimshan etwas billiger seht als bei mir, dann bringt euch das Produkt wahrscheinlich auch um. Was kann ich für euch tun? Also erstmal, Kumpel, wir sind in Baldur's Gate, nicht in Kalimshan. Ja. Gucken wir mal.
Du hast ein vergiftetes Schnelligkeitsöl, einen vergifteten Heiltrank, ein giftiges Gegengift. Der Wahrnehmungstrank, der sieht echt aus. Fluch der Schwäche, Fluch der Ungeschicklichkeit, Fluch, Fluch, Fluch. Fluch der Monsterherbeirufung. Fluch der Versteinerung, Fluch der Krankheit, Fluch der Dummheit. Du hast nur Flüche, Kumpel. Kannst du wenigstens was identifizieren? Nein, kannst du auch nicht.